Hallo und herzlich willkommen zum Jahresrückblick 2014 diesmal. Ja, wir starten im Januar. Da haben wir die Meissner Oszillator, so haben wir es damals noch genannt, ne, weil wir eine dritte Wicklung drauf gemacht haben und uns wegen den rechtlichen Sachen dann nicht so richtig sicher gewesen sind. Hängt sowieso alles miteinander zusammen, aber im Grunde ist es Bedini-Schaltung, ne, wisst ihr ja nur mittlerweile. Im Libby sein SSG-Aufbau mit seinen zwei Transistoren und dem Kondi über, ne, da wo es Potentiometer zu sein hat. Aber die Anleitungen sind ja hier jetzt. Ne? So, dann ging es weiter mit dem Kristallakku. Da habe ich mal einen Readstep up rangehängt und habe euch das mal gezeigt, dass das auch ganz gut funktioniert. Ja, haben wir ein paar Sachen verkauft, die für die ich so hier keine Verwendung mehr hatte. Dann haben wir mal eine englische Version gemacht, wie ein Read-Switch funktioniert, dass die anderssprachigen Leute, die dem Englischen ein bisschen mächtig sind, auch Bescheid wissen, wie das dann funzt. So, haben wir nochmal kurz die Meissner Oszillator SSG, die eine Kurzanleitung im Wickelsinn gemacht. Ja, und dann hat mich der Markus, der Bau dir Energie hier auf YouTube, den einen Abend mal sowas von aus der Fassung gebracht, dass ich gedacht habe, scheiße, jetzt musste endlich mal hier so ein Wer bist du eigentlich Video hochladen. Das habe ich dann hier getan. Wer ist Segel und Bob? Habe ich mal die Geschichte so ein bisschen erzählt, wie das bisher passiert ist und ist ganz gut angekommen bisher. So, die mir zugesandten Prototypen habe ich dann auch mal mir angeschaut und habe sie mal der Öffentlichkeit präsentiert. Zum einen war da eine Tesla-Turbine dabei gewesen, die mit einem integrierten Generator funktionieren sollte. Ich habe es jetzt bis jetzt noch nicht weitergebaut, aber es sind schon gute Feedbacks zu dem Video gekommen. Auch den Tschernobyl-Worker in Martin. Martin, liebe Grüße. Martin, sein Bedini-Aufbau ist nochmal unter die Lupe genommen worden. Und habe bis jetzt aber auch noch nichts sehr viel weiter dran machen können. Alles nach und nach halt. Aber es werde dann ganz am Ende sehen, wie es weitergeht. Ja, dann ging's los mit der 1-Watt-Challenge. Ja, da hat der, ich weiß gar nicht mehr, wer die ausgerufen hat, war jedenfalls niemand von uns gewesen. Was heißt von uns? Im weitesten Sinne natürlich schon von uns, ne? Aber den hatte ich vorher noch nicht gekannt, sagen wir es so. Und da haben wir uns dann drüber gemacht, ja, erstmal ein Lichtmessgerät zu bauen. Und dann ging das so nach und nach dann weiter, bis ich... Das war auch ein Hangout von uns allen gewesen. Ja, ich glaube, da war Libby mit dabei gewesen und die Eve war mit dabei und der Danilo. Und ich glaube, an dem Abend habe ich mit euch Hangout gemacht. Und dann habe ich hier diese 27x1 Watt High-Power-LEDs mit 1 Watt betreiben können. Ja, die ganzen Lampen hier haben dann nur 1 Watt gezogen. Er hat mich selbst total verblüfft. Und auf der Basis habe ich mir dann so eine kleine UFO-Lampe zusammengebastelt, die bis dahin meinen Schreibtisch beleuchtet hatte. Allein Kristallbatterien haben wir natürlich weiterhin gemacht und wenn man da ab und zu mal die Lösung so stehen lässt und sie nicht berührt, ne, alles ganz ruhig stehen lässt, ne, an bestimmten Tagen wachsen da richtige Pyramiden raus. Ja, wer es nicht glauben will, kann das ja hier mal angucken. Also auch die Natur lässt von sich aus Pyramiden wachsen. Ja, da haben wir uns dann nochmal über die Kristallakkus gemacht, wie viel Kurzschlussstrom die haben, wie viel Innenwiderstand die haben, ne, weil ja, die ganze Zeit ohne Zahlen da irgendwas zu präsentieren, bringt auf Dauer halt nichts, ne? So, dann noch was Einmaliges, der Tesla-Kondenser, habe ich da das erste Mal davon gehört und das erste Mal so ein Ding aufgebaut. Ist kein Kondensator, ne? Wenn ihr mal die Patentanleitungen davon durchlest, tja, da werdet ihr sehen, wo der kleine feine Unterschied ist. Da ist Glas dazwischen als Isolator und das Ding funktioniert trotzdem und ich kann Neonröhren damit betreiben. Viel besser, als wenn ich es direkt anschließen würde, aber ist dann hier im Test gezeigt. So, dann haben wir die Schaltung noch ein bisschen weiter aufgeblasen, sodass wir diesmal 42 LEDs leuchten lassen konnten. Und ja, ein bisschen Geld verdient werden musste dann auch wieder im Februar. Das war ziemlich haarig am Anfang letzten Jahres. Ja, YouTube... Also ich weiß nicht, ob es bei euch auch so ist, aber bei mir war es bisher immer so gewesen, dass die Einnahmen von YouTube dann zum Jahresbeginn immer um die Hälfte sinken. Ha. Warum, wieso, weshalb, keine Ahnung, vielleicht werden ja die Verträge neu ausgewertet oder laufen da gerade aus und müssen neu verkauft werden. Naja, egal, ich mache es ja hier nicht wegen der Kohle, sondern
ihr wisst ja einen Grund, ne? Ja, wegen voll das Ego, wegen mir und den anderen Ichs, die hier so rumwuseln. Dann hat mich der Ronny, ach du Scheiße, ist mir beinahe dein Name nicht eingefallen, der Ronny mit zum Walter Meinl entführt. Und beim Walter Meinl hat der Ronny seinen Mercedes auf HHO umrüsten lassen. Also Zusatz umrüsten lassen, denn das Ding fährt nicht nur mit Wasserstoff, sondern Wasserstoff ist da zusätzlich in den Luftfilter mit reingekommen. Ja, ich weiß gar nicht, wie das momentan aussieht beim Walter. Das Letzte, was ich von ihm gehört habe, war, dass er da solche Hyperschellen jetzt an den Mann bringt, wo, naja, gemunkelt wird, dass allein durch diesen Hyperschall der Effekt da drin erzeugt werden soll, der das Ganze etwas laufruhiger macht und effizienter, und das soll mit so einer Schelle auch funktionieren. Tja, da habe ich noch keine persönlichen Tests dazu gemacht. Hier war ich ja auch nur als Begleiter dabei gewesen. Naja, aber so von den Zahlen her scheinen es momentan ziemlich viele Leute zu interessieren. Immerhin. Im März dann schon, bin ich auf die Idee gekommen, mal einen Geigerzähler zusammenzubasteln. Habe mir bei Pauline eingekauft, nachdem ich den Bausatz zusammengebaut habe, hat er nicht funktioniert. Dann habe ich mir gedacht, scheiße, wer kennt sich da aus? Hab den E-Flose gefunden, den Robert, und habe das dem hingeschickt. Der hat auch den Fehler rausgefunden. Ja, und als ich das Antwortvideo gucken wollte, konnte ich es halt nicht sehen. Weiß nicht, ob das ein YouTube-Fehler für einen Tag war oder so. Naja. So, dann haben wir diese 1-Watt-Challenge-Schaltung da, ne? Diese Meissner-Oszillator mit den 2 Ferritkernen an eine Spiegellampe rangemacht. Habe ich als Kristallakkulampe genannt, ne? Weil ich die mit einem Kristallakku betreiben wollte. Geht auch nur, aber halt nicht lange, ne? Weil da hat die noch zu wenig Leistungsdichte, dann die Kristallzellen, die ich da habe. Ah ja, dann haben wir das Stubenlicht installiert. Und ich konnte es dann nochmal ausschalten. Ne, hab dann, das ist dann das Stubenlicht gewesen, und ja, nachdem er es ausgeschalten hat, hat es trotzdem noch die ganze Nacht nachgeleuchtet. Und dem bin ich dann, habe ich da versucht, dem auf die Spur zu kommen. So richtig rausgefunden habe ich es noch nicht, aber ich schätze mal schon, es wird irgendwas mit diesen Oberwellen zu tun haben, die momentan auf unserem Netz drauf rumwuseln, und das wird es dann höchstwahrscheinlich immer durchgeschalten haben. So, dann haben wir entdeckt, dass wir mit einem Read-Switch Kristallakkus ordentlich schön formieren können, ne? Wenn man mit einem Read-Switch-Step-Up da so einen frischen Kristallakku entlädt, dann nimmt er, wenn man das nächste Mal dann wieder lädt, den Kristallakku viel mehr Kapazität auf als vorher. So, April haben wir es dann schon. Ach ja, die Klolampen-Session, jawohl. Ha. Hat auch so sollen sein im Endeffekt. Ja, Transduktor kam dann als nächstes. Wir überprüfen ja so am laufenden Band die eigene Sprache von uns auch so ein bisschen mit. Wir, jetzt rede ich schon wieder in der dritten Form von mir selbst. Es ging jedenfalls darum, dass jedes Mal, wenn ich irgendein komisches Wort höre, und da dahinter kommen möchte, wo das herkommt, dass ich mir da nicht mehr angewohnt habe, auf Wikipedia oder im Lateinischen oder so nachzugucken, sondern dass ich mir richtige althochdeutsche Wörterbücher hernehme. Ich habe das vom Oskar Schade, glaube ich. Muss noch mal gucken. Und da kann man dann richtig schöne, auch plausible Erklärungen finden, ne? Wo du wirklich Zusammenhänge hast von den Wortstämmen her, wo man sich auch merken kann. Ob es jetzt richtig ist oder nicht, das wird dann demnächst, denke ich mal, die Mehrheit entscheiden, wie immer. Dann haben wir uns eine richtig, richtig große Lampe gebastelt. Die wurde dann Kräuterlampe getauft. Da dürften jetzt über 30 LEDs oder über 20, na fast 30 LEDs drin gewesen sein. Also 3x3 LEDs immer an einer Lampe, und davon 30 Stück. Könnt ihr euch ausrechnen, wie viel das sind? Die hat im Endeffekt dann nur 10 Watt gezogen. Die ist dann auch verkauft worden. Ich hoffe mal, die funktioniert immer noch. So, dann, ach, das war dieses Jahr erst gewesen mit der Blocking-Diode. Da schau her. Ja, hat der Lippi durch den Robert und E-Flose einen Tipp bekommen, dass unsere Dünnschicht-Solarpanels von sich aus wie eine Diode fungieren und dass man da gar keine Blocking-Diode braucht. Und somit kann man da immer 0,7 Volt eben mehr rausziehen aus seinem Solarpanel, und das bringt dann schon ein bisschen was. Ne? Dann wurde es ganz schön mysteriös.
Da haben wir dann nämlich unseren Farn, der neben so einer Bedini-Maschine stand, die immer mechanische Pulse auf die Batterien draufgehauen hat, der hat auf einmal angefangen zu mutieren. Er ist jetzt auch wieder ganz normal. Ich habe die Maschine wieder abgebaut. Ich mache so schnell erstmal nichts mehr mit nonstop explodierenden Feldern. Jedenfalls, wo ich direkt daneben bin oder irgendwelche Pflanzen daneben sind. Ja, also da ist mir dann schon etwas anders geworden, als ich das dann gesehen habe. Ja, Killer Farm Update, ne? Da habe ich dann noch ein bisschen was gefilmt, was ich das erste Mal dann übersehen hatte. Ja, dann war wieder so ein Zufallsding. Keine Ahnung, was mich da geritten hat, aber irgendwie bin ich über ein Video von einem Künstler aus Amerika gestolpert worden. Ich weiß echt nicht mehr, wie das war. Und ja, das musste dann einfach mal raus, ne? Weil ich habe ja auch eine Zeit lang in der Kernkraftszene da gearbeitet und ja, ich das weiter in mich hineinfresse, habe ich gedacht, ach, teils das mal, mal gucken, was die anderen dazu sagen. Und so bei der Nachrecherche habe ich schon mitbekommen, dass es wirklich schon einige gibt, die da ganz schön dran zweifeln, ob sowas überhaupt funktioniert. So eine Atombombe. Gut, ich will es ehrlich gesagt gar nicht wissen. Ich habe einen eigenen Plan, den ich verfolgen will, aber naja, hat mir zumindest einen Haufen Angst erstmal genommen, ne, wenn das wahr sein sollte. Ich hoffe ja mal. Ich denke, ich halte immer noch dran fest. Hoffnung stirbt zuletzt, ne? Vom Menschen, wisst ihr auch. Oh ja, dann ging das halt mit dem Unwetter los. Ja, da haben wir eine Unwetterwarnung von T-Online bekommen, wo drin stand, dass es ganz offiziell, ne, negative Blitze gibt und positive Blitze gibt. Und dass die einen Blitze mehr Schaden anrichten als die anderen Blitze. Ist bei dem, was wir hier treiben, ne, mit unserem Back-EMF, auch sehr interessant. Da hat mich der Libby wieder versucht, der Action for Free. Und da haben wir mal beredet, was beim Joule-Tief und bei der Tesla-Spule, worauf es da denn ankommt, wenn man so ein Ding bastelt. Ne, Baupläne aus dem Internet, die kann man nachbasteln, dann kann man sich freuen, dass es ein bisschen funktioniert. Und danach ärgert man sich, weil man sieht, dass die Effizienz überhaupt nicht das ist, was da im Internet teilweise propagiert wird. Ja, und das liegt meistens daran, dass kleine, feine Sachen eben nicht beachtet werden. Ne? Und dann, tja, hat man so ein Ding und regt sich vorzeitig eventuell auf. Aber auch ohne mechanische Bedini-Pulse haben im Jahr 2014 die Pflanzen mutiert. Da habe ich im Garten von einer Nachbarin einen mutierten Löwenzahn gefunden, den ich euch auch nicht vorenthalten wollte. Ja, dieses Jahr waren sowieso ziemlich hohe Sonnenaktivität gewesen. Und ja, wenn da sowieso ein bisschen mehr Energie von oben kommt, kann es vielleicht auch so ganz natürlich sein, dass hier ein bisschen was mutiert, oder? Dann haben wir Joule-Tief-Vorträge gemacht. Naja, eigentlich nur einen. Wir hatten dann vorgehabt, noch mehrere zu machen. Und der zweite, der da ausgemacht war, der ist wohl oder übel nichts geworden. Dafür haben wir unseren ersten einzigen Joule-Tief-Vortrag auf Video aufgenommen. Und das, was wir bis dahin gewusst haben, ist jetzt immer noch halbwegs aktuell. Also bisher kann ich nichts revidieren davon, was wir hier so von uns gegeben haben, aber ist natürlich weiter am Forschen. Dann habe ich mal so einen Samen eingepflanzt, wo ich nicht wusste, was es ist. Und da ist eine Pflanze rausgekommen, wo ich dann auch nie wusste, was es ist. Dank euch habe ich dann rausgefunden, dass es eine hawaiianische Holzrose ist. Die muss jetzt erstmal 1, 2 Jahre wachsen und dann, ja, werden wir nochmal gucken, was man damit so machen kann. Dann haben wir die Bastlerliste erstellt. Da ging es dann darum, in der Bastlerliste findet ihr viele von denen, also alle habe ich bis jetzt immer mal dazugefügt, kommen jeden Tag wieder neue dazu. Von den ganzen Bastlern, die hier bei dem ganzen Zeug so mitmachen, also wenn ihr mal niemanden von uns erreichen solltet, der euch antworten kann, findet ihr hier in der Bastlerliste auf alle Fälle jemanden, der euch bei eurem Problem helfen kann. Ja, dann hat der Action for Free dem Paul Patzig, ne, dem Mensch und Natur, Solarpanels gespendet und hat noch einen Arbeiter gebraucht, der mit ihm die bei ihm installieren kann. Und ich bin dann mit dem Action for Free zum Nico nach Brandenburg gefahren und Nico hat seitdem 150 Watt autarken Solarstrom. Dann sind die Wasserstoffbastler auf mich zugekommen und wollten unbedingt so eine Wasserstoffzündung haben.
Naja, eigentlich auf Basis dieser Huckepack-Zündung, die mir der René im Jahr vorher offeriert hatte. Aber ganz so extrem wollte ich es dann erstmal nicht handhaben und habe so eine kleine Bedini-HHU-Zündung entwickelt, die mit einem Reed-Switch geschalten wird. Ein paar Mal hat sie schon gezündet. Ich habe noch keinen Motor gesehen, der damit läuft, aber habe nur einen einzigen Test gemacht und ich glaube auch mit keiner anderen Zündung hat der Wasserstoffmotor, ist der Wasserstoffmotor dann gelaufen, den ich da gesehen habe. Aber von den Referenzen her schien das gar nicht mal so schlecht zu sein. Ja, nachdem das der Ronny gesehen hat, unser Thüringer Ronny, hat er sich natürlich auch nicht bitten lassen. Er hat mal eine ordentliche CDI-Zündung rausgebracht. Die frisst natürlich ein bisschen mehr Strom, aber die Pulse, die da rauskommen, die sind auch wirklich, die haben es wirklich in sich. Also, die funktioniert auf alle Fälle. Bei meiner bin ich mir da noch nicht ganz so sicher. Da kenne ich noch niemanden, der sie in einem Motor installiert hatte. Ja, da habe ich wieder Besuch vom René bekommen. Der hat mich im August nochmal besucht und hat mir Goldwasser mitgebracht. Ja, der ist momentan dran, wie man kolloidales Goldwasser herstellen kann. Hat einen ganz guten Trick rausgefunden. Und ja, ich hatte da einen neuen Papstlüfter rumliegen gehabt. Und was habe ich damit eigentlich gezeigt? Ja, eher nur so ein Spielereiding. Das ist eher was... Ja, zum Unterhalten, zum Zeitvertreib. Was allerdings kein Zeitvertreib war, war der Akkuerfrischer. Ja, da haben wir uns da mal über diese Schaltung vom Elektroniklabor, glaube ich, die haben das rausgebracht. Da haben wir uns mal drüber gemacht und die funktioniert auf alle Fälle, funktioniert auch sehr gut und in dem Video habe ich mal noch ein bisschen erklärt, was ich durch den Herrn Bedini, John Bedini und den Peter Lindemann in dem halben Jahr vorher dann noch gelernt habe über Batterien und wie hoch die geladen werden müssen und warum die kaputt gehen. Ja, den Garten gibt es natürlich auch noch. Da wollte ich euch auch noch mal zeigen, wie der dann aussah im August. Dann haben wir die CDI-Zündung. Also eine andere, nicht die vom Ronny. Ach doch, na klar, doch, das war die vom Ronny. Die vom Ronny und die Bedini-Zündung mal als Vergleich nebeneinander laufen lassen. Ein paar Tests gemacht. Ja, und dann habe ich zu Hause aufgeräumt und habe die Briefe vom Watzelsfritz wiedergefunden, die er mir im Jahr 2011 mitgegeben hatte. Da habe ich mir gedacht, ach komm. Habe ich nicht gedacht, ach komm. Ja, ich leg die wieder nieder. Jetzt ist die Zeit reif und jetzt kannst du vorlesen und online stellen. Tja, das war der erste Brief, das war der zweite Brief, Weltbild in Eiform. Und ich glaube, Holz, alte Weisheiten war dann der dritte Film gewesen. Der dritte Brief. Genau. Holz, alte Weisheiten. Durch den Tobi, unseren Produkttester, ist dann die 100 Ampere-Stunden Variante vom Akkuerfrischer entstanden. Ja, der hat gemeint, dass er eine 100 Ampere-Stunden Solarbatterie zu Hause hat und ob denn der kleine Akkuerfrischer das auch schaffen würde. Haben wir ein bisschen aufgeblasen. Hier in dem Video ist dann erklärt, wie man das dann aufblasen kann. Ah ja, bis dahin, bis zum 25. August hat mein Goldbon-Papst, hat er funktioniert und den Goldbon-Papst habe ich damals an meine Autobatterie, die hier stand, angeklemmt und zwar im sogenannten Bedini-Lademodus. Ne, der Lademodus ist auf unserem Mist gewachsen, das heißt, wir holen uns nicht den Minus vom Ausgang vom Plus vom Eingang, sondern wir holen uns den Minus vom Ausgang vom Minus vom Eingang. Damit hat man dann nonstop das Eingangspotenzial am Ausgang und packt da seine Back-EMF-Pulse oben drauf. Allerdings hat es mir die Batterie ziemlich übel genommen und schwuppsdiwupps, ich habe jetzt eine Zelle weniger in der Batterie. Hält jetzt nur noch 10 Volt, also eine Zelle hat einen Kurzschluss bekommen. War auch nicht mehr die neueste gewesen, muss ich dazu sagen, aber ja, trotzdem ärgerlich. Und seitdem nehme ich den Lademodus dann nicht mehr. Ja, das Ebola-Programm, wie kam das da? Ach so, ja, genau, da war ich gerade in dem alten Gasthof, der gerade umgebaut wird, zu einem autarken Haus. Und daneben ist ein Friedhof und am nächsten Morgen, wo ich aufgewacht bin, habe ich als Frühstücksinfo die ganze Zeit aus dem Radio Ebola-Nachrichten gehört. Dann bin ich nach Hause gekommen und die Energie musste erstmal umgesetzt werden. Da habe ich erstmal meine Version zum Ebola-Programm gemacht.
Guti. Oh ja, dann sind wir nach Österreich gekommen. War das da schon? Doch, muss ja, klar, da war ich in Österreich und habe den Thomas Autark besucht. Habe das erste Mal so einen riesengroßen Bedini 3.5 Lüfter in Aktion gesehen. Und auch sonst war es in Österreich sehr erholsam gewesen. So, dann kamen wir von Österreich wieder nach Hause und ja, haben bemerkt, dass wir ja gar kein Gas mehr haben, was wir benutzen können. Tja, dann habe ich angefangen, zu Hause hier selbst zu heizen. Ich kann von Glück reden, dass der Winter dieses Jahr erst ziemlich spät angefangen hat. Und habe dann damit ja immerhin rausgefunden, dass die Teelichtöfen wirklich ganz gut funktionieren. Ne? Im Gegensatz dazu, wenn man jetzt diese Teelichter einfach so hinstellen würde, hat das mit dem Tontopf oben drüber einen echt guten Effekt. Also ich habe es die paar Tage, wo es nur so 10 Grad draußen gewesen ist, in meiner Wohnung ordentlich aushalten können, dank dem Teelichtofen. Ist auf Dauer dann aber doch nichts, ne? Wenn es kälter wird, wird es auch nichts mehr. So, dann haben wir ein neues Küchenlicht gebaut. Das alte Tesla-Küchenlicht ist weggekommen, das hat total gepfietscht und war nur nervig gewesen. Und das neue Küchenlicht jetzt hat hier so 30x3 Watt LED-Lampen drin. Und ich betreibe es mit 2,88 Watt Stromaufnahme. Ist da drin auch alles erklärt, ne? So, ja, dann hat meine Gastkatze ihr ursprüngliches Zuhause wiederbekommen und meine eigentliche Katze ist in die Heilung gekommen, wollte ich euch auch nicht vorenthalten, ach du meine Güte, kann fast gar nicht mehr reden, aber wir sind ja schon im September, so lange geht's jetzt nicht mehr. Dann wolltet ihr wissen, wie man Hochspannung denn macht, weil ihr euch auch mal an die Uhrzeitcode-Experimente wagen wolltet. Dann habe ich euch mal meine Anleitung gegeben, wie ich sehr ungefährlich, also da, wo man wirklich keine lebensgefährlich gewischt bekommt, meine Anleitung zur Hochspannungserzeugung offeriert. Und dann ging es endlich weiter mit dem Bedini-Scooter. Ja, da haben wir einen dritten Praxistest gemacht, jetzt mit den ersten selbst zusammengebastelten Akkupacks und kleine Zusatzinfo im Nachhinein noch, ne, den Marcus Antonius, den ihr da in dem Video seht, der hier als dieser 2-Meter-Mann da diesen Probelauf macht, der hat mit mir zusammen dieses mein Roller aus dem dritten Stock nach unten getragen. Ich glaube, 1-2 Wochen danach ist rausgekommen, dass er zu der Zeit ein gebrochenes Knie hatte. Ja, zu Markus kriegt er vielleicht demnächst sowieso noch ein bisschen mehr mit. Ist ein krasser Typ, aber ja, der läuft einfach so wochenlang draußen rum mit ein gebrochener Fuß. Irgendwas war gebrochen. Jedenfalls wollte der Arzt ihm nicht glauben, dass er die ganze Zeit da ohne irgendwie was groß zu merken durch die Kante gelaufen ist. Und solche Leute brauchen auch mit dabei. Ja, der Bedini hat ihn jedenfalls ausgehalten und wenn die letzten Stabilitätsprobleme noch behoben sind, also über Stock und Stein kann man damit noch nicht fahren, da springt die Kette immer runter, dann können wir da auch mal auf mehr als 100 oder 150 Volt gehen. Das kommt auch noch dann. So, dadurch wir ich sag nicht, wo es ist, aber jedenfalls, wir haben einen Gasthof. Ein Kumpel von mir hat einen Gasthof, ich hab den nicht mit. Aber jedenfalls hat er mich mit ins Boot geholt, um den auszubauen. Und dieser Kumpel, Green Door Energy, Micha, kann ich jetzt mal dazu sagen, ne? Ist ein ziemlicher Chemiespezi und hängt mir die ganze Zeit in den Ohren, wenn ich mich mit ihm treffe, wie denn die perfekte Batterie aussehen könnte. Und er hat mich da auf diesen Edison-Akku draufgesetzt, ne? Diesen Nickel-Eisen-Akku. Und hat gemeint, dass der momentan höchstwahrscheinlich das billigste und das langlebigste und effizienteste wäre, was man nachbauen könnte. Ja, wenn man sich da im Internet beliest, steht da, dass die 4-mal höhere Energiedichten haben als Bleisäure-Akkus und dass die 50 Jahre halten und dann muss man sie aufmachen, die Platten säubern, neues Elektrolyt rein und dann kann man sie weitere 50 Jahre benutzen. Das sind ja schon Argumente, die man so schlecht entkräften kann, wenn es denn so ist. Ich habe hier mal einen nachgebaut aus Nickelblech, aus Nickel-Cadmium-Akkus. Das ist eine übelste Schweinerei, sowas zu machen. Und ja, da müsste ich auch mal ein Nachfolgevideo machen, wie es jetzt danach aussieht, ein halbes Jahr später. Läuft, also hält immer noch die Spannung bei 1,2 Volt. So viel kann ich schon mal sagen. Ja, Oktober haben wir jetzt und die Zeit, wo die Kastanien runterfallen und
Tja, ihr wisst ja, wie es ist, ne? Wenn da irgendwas sinnlos entsorgt wird, ja, fängt man an, drüber nachzudenken. Und ich habe da auch angefangen, drüber nachzudenken. Und aufgrund der Infos, die ich durch die Bastlergemeinde bekommen habe, habe ich das dann auch mal ausprobiert, die Dinger als Waschmittel zu benutzen. Ne? Für richtig total schmierverdreckte Wäsche geht es natürlich nicht, aber so ein bisschen eingeschweißtes kriegt es schon raus. Also es funktioniert schon halbwegs. So, ach ja, da ist es dann Richtigkeit bei mir in der Bude geworden und ich habe keine Ahnung gehabt, wie ich da überhaupt rauskommen sollte. Hab noch ein Auto an der Backe gehabt, was mir dann der Green Door Energy Mischer versorgt hat, mit dem ich den Gasthof ausbaute, weil ich dem ja helfen will und da auch irgendwie hinkommen muss. Das ist so 40 Kilometer von hier weg. Hat er mir eben ein Auto versorgt und jetzt saß ich da mit meinem Auto und in Haufen Gasschulden und wusste weder ein noch aus. Hab dann halt mal meine Gefühle euch offenbart und ja, was danach kam, das hätte ich mir so im Traum auch nicht denken können. Jedenfalls hat es dann gar nicht so lange gedauert, dass ich endlich wieder Gas zu Hause hatte. Dann konnte auch der Winter beginnen draußen. Ich glaube, 2, 3 Tage später, nachdem die mir das Gas hier aufgedreht haben, ist es dann draußen auch richtig kalt geworden. Also hat wieder mal genau gepasst. Ich habe wieder genau zu der Zeit das bekommen, was ich gebraucht habe. Und keinen Tag vorher. Das Universum funktioniert jedes Mal wieder krass, aber immer kurz vorm Herzinfarkt, Universum. Das müssten wir mal noch ein bisschen. Ja, da müsste ich mich selbst mal irgendwie in den Griff kriegen. Ne? Na gut, okay, wir arbeiten dran. Dann ging es weiter mit. Ach ja, die Alaun-Batterie. Das war dann die Zeit gewesen, wo ich dieses IMAX B6 Ladegerät bekommen habe und das erste Mal die Chance hatte, die Milliampere-Stunden auszulesen, die in so einer Batterie gespeichert gewesen sind. Ich hatte zwar vorher schon so ein Gerät gehabt, bloß bei dem war es immer so gewesen, dass das eine Eigenspannung von 7 Volt gebraucht hat und die hat sich das Ding aus der Batterie genommen, die überprüft werden sollte und das hat halt gehießen, dass wenn meine Batterie unterhalb von 7 Volt gewesen ist, hat das Ding nichts mehr angezeigt. Und bei den Alaun-Batterien geht es ja unterhalb von 7 Volt auch erst richtig los. Ne? Ja, mit dem Messgerät konnte ich es jetzt endlich mal ausmessen und ja, ihr seht es schon am Titel, das gibt's doch nicht, ich konnte es doch auch nicht glauben. Nachdem da mehr zurückgekommen ist, als ich reingesteckt habe, habe ich da erstmal aufgehört und will das jetzt erstmal so ein bisschen setzen lassen. Dann habe ich mir die anderen Alaun-Batterien hergenommen, die ich so rumkullern hatte. Hab da mal die Version probiert, die einzelnen Zellen nachzumessen, habe da einen komischen Wert rausbekommen. Also ich glaube mittlerweile, das ist nur ein Messfehler. Naja, okay. Nichts so großes Weltbewegendes, aber da weiß ich jetzt auch nichts weiter dazu. So, dann ging das mit der AA-Challenge los vom Action for Free. Action for Free hat ja die AA-Challenge ausgerufen, das heißt, wie lange kann man Licht machen mit einer AA-Batterie? Und er hatte mich damals gebeten, so eine kleine Art Preis zu machen, ne? So als so eine Geste für einen Gewinner, nichts Wertvolles, halt irgendwie was, wo man sagen kann, hier, pff, schön gemacht, hast du gut gemacht, ne? Hier ist die Anerkennung von uns. Ja, da habe ich mir halt so eine Read-Switch-Lampe gebastelt und signiert. Mal gucken, wer die dann am Ende bekommt. So wie ich es mitbekommen habe, wird die Challenge hier an mehrere Gruppen aufgeteilt. Ich glaube, da braucht man dann noch ein paar mehr Preise oder Wanderlaternen. Im Endeffekt haben wir es dann so gedacht, das wollen wir ja öfters machen, dass das Ding dann immer hin und her gereicht wird. Ne? Mal schauen. Vielen ist es ja auch am liebsten, dass wir alle gemeinsam durchs Ziel gehen. Deshalb ist es so eine Sache mit dem, wer als Erster, wer als Bester. Aber es sind halt alle verschieden und einige freut es halt auch, da mal ausgezeichnet zu werden, wenn man wirklich was Gutes gemacht hat. Ne? Das ist für einige dann immerhin auch noch ein schöner Anreiz. So ticken halt einige noch. Solche Programme laufen halt noch. Ne? So. Dann haben wir den Read Step Up mal als 12-Volt-Variante gebaut. Das heißt, mit einer 1,5-Volt-Batterie eine 12-Volt-LED-Lampe betreiben mit einem Read Step Up. Und da habe ich ein richtiges Erklärbär-Video dazu gemacht, wo Schritt für Schritt gezeigt worden ist, wie ich das mache. Nach der Anleitung haben es auch schon viele Leute nachbauen können. Und die, wo es nicht geklappt hat, sei als Tipp nochmal gegeben, wie ich bei den meisten herausgefunden habe, woran es gelegen ist. Der Read-Switch schaltet nicht in der Mitte vom Read-Switch, also praktisch nicht da, wo die zwei Laschen aufeinander gehen, sondern jeweils am rechten und am linkeren Ende vom Glas. Ne, da ist der Schaltpunkt und den
der Punkt muss mittig zum Ferrit gemacht werden und dann funktioniert das auch. Ja, wenn ihr das beachtet, kriegt ihr das zum Laufen. War im Video nicht so eindeutig gezeigt, habe ich im Nachhinein mitgekriegt, aber daran hat es momentan gelegen bei denen, die es nicht hingekriegt haben. So, haben uns auch mal ein bisschen der Verschwörungsszene noch etwas angeschmiegt. Ja, da kursiert ja so ein Video, so eine Dokumentation, What is in our skies, ne, wo dann gezeigt worden ist, dass irgendwelche Riesenraumschiffe die ganze Zeit über unseren Köpfen sind, die mit riesengroßen LED-Monitoren Unsichtbarkeit vorgaukeln und da man die harten Ränder von diesen Raumschiffen schlecht mit diesen LED-Panels da bestücken kann, um die Illusion aufrechtzuerhalten, dass da nichts ist, werden die Ränder eben angeblich mit Wolken verdeckt. Ja, und wer jetzt da ein Auge dafür hat und sich gewisse Formationen am Himmel anguckt und da dreieckige Formationen sieht, da könnte die Wahrscheinlichkeit dann eventuell da sein, dass da ein riesengroßes Schiff über seinem Kopf dann hinweg fährt. Keine Ahnung, ob es so ist oder ob es so nicht ist. Technisch ist es auf alle Fälle schon lang möglich, ne, mit LED-Technik und Videotechnik. Habe ich auch als kleinen Link unten drunter gesetzt. Da hat Mercedes, glaube ich, letztes Jahr so eine schöne Werbeaktion gemacht, wo sie mal so ein unsichtbares Auto durch die Kante haben fahren lassen. Also von der Technik her ist es schon lange möglich. Und ja, wer Zeit dafür hat, kann sich da mal gern damit beschäftigen. Ich konzentriere mich da erstmal lieber auf die Lösung, dass ich vielleicht irgendwann selbst so ein Schiff habe und damit rumfliegen kann. Der Read Step Up, der hat mich dann immer losgelassen. Da habe ich dann mal einen riesen Read-Step-Up gebaut, den größten Read-Step-Up, den ich bis dahin gebastelt hat, also von der Größe her, nicht von der Voltzahl, mit der er betrieben wird, sondern allein von der Größe und von der Drahtdicke her. Der läuft dann noch mit 1,2 Volt und ja, habe dann eben 24 Volt oder 12 Volt Lampen damit betrieben, hat es ursprünglich konzipiert als so ewige Lampe, habe einen riesengroßen 1,2 Volt Akku dahinter gebaut und ja, wollte ihn eigentlich nehmen, um irgendwelche Räume immer mal kurz zu beleuchten, wo ich halt immer nur kurz drin bin, wo aber kein Stromanschluss drin ist. Ja, dazu aber später noch mehr. Ne? Also bis dahin war das Ding konzipiert als Lampenbetrieb. So, dann wollte ich mein E-Bike endlich mal zum Laufen bringen. Hab mich über den Akku gemacht, hab aus alten Laptops neue Zellen dazu gebastelt. Und wie ich das gemacht habe, habe ich hier dann gezeigt. Fährt jetzt immer noch. Und auch der Teelichtofen. Oder wo mal? Ach stimmt, ja, da hatte ich ja immer noch kein Gas gehabt. Ja, es war dann, glaube ich, die letzte Zeit gewesen. Im November hatte ich immer noch kein Gas gehabt, krass. Dass der Teelichtofen kombiniert mit Peltier-Elementen Akkus laden kann. Ich glaube, da ist jetzt, ich glaube, Thomas Garz macht da Experimente weiter. Da will das noch ein bisschen aufpumpen, habe ich gesehen. Muss ich noch mal schauen. Aber da gibt es momentan mehrere, die an dem auch dran sind. Funktioniert auch ganz gut. Ah ja, dann haben wir herausgefunden, dass dieser Riesen-Read-Step-Up, den ich vorher als Lampe konzipiert habe, urix gut diese Nickel-Cadmium-Akkus wiederbeleben kann. Was heißt wiederbeleben kann? Er erhöht die Kapazität. Ne? Ich habe einen riesengroßen Akku rangebaut aus alten 1,2 Volt Nickel-Metallhydrid und Nickel-Cadmium-Zellen. Und nachdem ich es das erste Mal geladen hat, hat er 3000 mAh aufgenommen und nach dem ersten Betrieb mit dieser Lampe an diesem Read-Step-Up dran, hat er auf einmal wieder 6000 mAh aufgenommen und so weiter. Das ging dann immer höher. Wo er jetzt ist, kann ich auch nicht sagen. Da hat sich dann so sehr jemand dafür interessiert, dass er mir ein Angebot dafür gemacht hat, was ich echt nicht abschlagen konnte. Dafür kann ich mir zwei neue bauen, für das, was er mir da gegeben hat. Aber es war wirklich wieder sehr nötig gewesen. Da kam zur rechten Zeit das Angebot. Danke nochmal an dich. Und ja, wer wissen, wie es da weiter sieht, der muss dann mal den Dieter kontaktieren. Read für Dieter habe ich noch ein Video gemacht. Der ist unter einem anderen Kanal dann hochgeladen, aber da zeige ich es dann nochmal im Endeffekt, wie ich ihn dann verschickt habe. Auch ich habe mich dann mal durch Zufall über die IAA-Challenge gemacht. Da ist er aber schon längst losgegangen beim Libby. Da bin ich durch Zufall dahinter gekommen, dass das mit einer einfachen Diode, dass man da auch extrem die Effizienz erhöhen kann. Ne, wie es funktioniert, ist auch in dem Video hier erklärt. Alles Zufall, kein Plan dahinter und naja, trotzdem kommt was dabei raus. Ja,
Dann hat mich der Steffen nach Köln eingeladen zur Produktionsfirma von Cobra 11. Die haben da unten einen übelsten Akkuschwund gehabt bei ihren Kameras, die sie benutzt haben. Und da hat mich der Steffen gefragt, ob ich den Leuten da unten mal unter die Arme greifen kann. Wieder durch Zufall, immer fällt einem alles zu, habe ich vorhin schon gesagt, hat mir der Action for Free dann genau einen Tag vorher das ultimative Ladegerät präsentiert, was er selbst erst einen Tag vorher gebaut hat. Dann habe ich dann praktisch sein Ding, was er selbst noch gar nicht getestet hat so richtig, einfach entwendet oder von ihm mitgegeben bekommen und habe das den Leuten dann in Köln präsentiert. Und ja, ich hoffe mal, der Techniker von denen, der kann mich noch leiden. Ja, ist natürlich so eine Sache, du kommst dahin als junger Spund und zeigst da dem alteingesessenen Techniker irgendeine Technik, die da die Akkus viermal besser lädt als alles andere, was da bisher auf dem Markt ist. Da kann man kein Lob erwarten, da kann man höchstens erwarten, dass man nicht komplett blöd angemacht wird. Und das hat er nicht gemacht, er war sehr anständig gewesen, ein netter Typ. Und das muss man erstmal alles ein bisschen setzen lassen, ne, weil... Ja, aber bis jetzt, das scheint ganz gut zu funzen. Bisher kamen jedenfalls keine negativen Nachrichten von da unten wieder. Und mal gucken, in ein, zwei Wochen geht für mich wieder hin. Mal schauen, wie es dann weiter aussieht. Ja, dann, wo wir nach Hause gekommen sind, haben wir den Re-EMF-Charger, so heißt der eigentlich, bei René, mal in groß nachgebaut und mal so nachgebaut, dass es richtig lange hält. Und auch kombiniert mit der NPN- und PNP-Schaltung. Funktioniert der Re-EMF-Charger ganz tadellos. Ja, an dem Tag hat mich dann der Felix besucht und hat mir nach 2 Jahren, ne, der arme Felix, saß jetzt 2 Jahre Däumchen drehen zu Hause, der hat bestimmt gar nicht kapiert, was wir hier die ganze Zeit machen. Der saß zu Hause mit seiner Hans im Glückwicklung und hat sie mir jetzt endlich nochmal wiedergebracht und hat mir nochmal richtig im Detail gezeigt, was das Ding alles kann. Das musste ich bei mir auch erstmal alles setzen lassen. Das setzt sich bei mir jetzt auch erst gerade immer noch alles. Ja, da sind ja wieder Tore aufgestoßen worden. Da will ich ja, mal abwarten, mal schauen. Na gut, aus dem Hans im Glück bei Dini habe ich mir dann einen Schnellschocker gebaut für extrem hochohmige Akkus. Mit denen habe ich die dann auch wieder hinbekommen. Und ja, das war es dann eigentlich schon. Dann noch ein paar verrückte Gedanken zum Jahresende und da sind wir. Willkommen im Jahr 2015. Habe ich die Haare gemacht? Ja, passt schon so halbwegs, ne? Monobraue ist immer noch da, wie ihr seht. Mal gucken, ob ich das irgendwann mal wieder mit der Pinzette entferne, aber ich glaube, ja doch, neckt mich nur noch ein bisschen wegen der Monobraue. Passt schon. Wie machen wir jetzt weiter im Jahr 2015? Das Jahr 2015 hat schon ziemlich turbulent angefangen. Ich glaube, ich habe jetzt schon die dritte Nachricht bekommen. Thorsten, baue ein Schiff. Ne, zuerst der Mensch und Natur, mir den neuen Noah-Film übelst ans Herz gelegt. Dann noch ein paar... Ja, okay, nicht mir persönlich, den hat er allen ans Herz gelegt. Ja, aber ich habe es halt so interpretiert, dass es nur für mich gewesen ist. Kann ich so sagen? Da sagst du nichts. Alles klar, so hat er es jedenfalls gemacht, ne? Mir den Noah-Film angeguckt und dann ein paar Tage später, komplett unabhängig davon, kam ein Kumpel an, der hat jetzt eine Frau kennengelernt oder Freundin, Mädchen, keine Ahnung, und die hat ganz komische Träume in letzter Zeit. Stimmt das oder stimmt das nicht? Tja, das muss ich denen jetzt mal rausfinden, weil persönlich kennengelernt habe ich den nämlich auch noch nicht. Ja, jedenfalls... Das ist dann sowas, was er mir dann aufgemalt hat und von mir wissen will, wie das funktioniert. Hier so sieht das Schiff irgendwie von Weitem aus, was er da erträumt hat. Und es sind Räder dran, ne? Räder, die nach vorne und nach hinten gleich erkennen wir ja irgendwo. Ne? Hisiki lässt grüßen. Aber hier drin, das ist das, was mich dann interessiert. Und dann haben wir da noch ein anderes Bild davon. Hier hat das nochmal im Detail aufgemalt. Hier, das sowas so aussieht, die Rotorblätter, hat sie dann gemeint, das wäre doch irgendwie eine Scheibe und das wäre nur irgendwie die Spiegelung hiervon. Hier, das sind irgendwie Kühlkörper an der Seite und das wäre ein Motor und das ist ein Zylinder. Na gut, kann man sich viel drunter vorstellen und wer weiß, wie weit einige andere heute auch mit Fremdprogrammierungen sind. Ich will mich da mal nicht so weit hinauslehnen. Ich nehme es mal so nebenbei als Info mit auf, aber nichtsdestotrotz lassen wir uns von unserer eigenen Kausalitätskette nicht abbringen.
Der Plan steht schon lang. Baut ein Schiff. Jetzt weiß ich nur noch nicht so richtig, ob wir jetzt die Aufgabe haben, die ganzen einzelnen Bausteine fürs Schiff nur ins Schwarmbewusstsein zu bringen oder ob man das auch so weit treiben soll, dass man selbst eins bauen soll. Ja, und wenn wir selbst eins bauen, dann wäre es mir lieber, wenn wir viele kleine einzelne bauen, anstatt ein riesengroßes, weil irgendwie habe ich immer Probleme mit so den riesengroß angelegten Projekten. Ja. Naja. Okay. In dem Sinne erstmal. Ich wünsche euch viel Spaß 2015. Ihr seht, es geht immer weiter voran und ja, mal gucken, was dieses Jahr so alles auf dem Plan steht. Ahoi dabei.